So, jetzt sind 18 Stunden vergangen, seit wir den Teig angesetzt haben. Und jetzt sieht er so aus. Ein bisschen größer ist er geworden. Na, kann man sehen. Und auch schon so luftig. Und jetzt machen wir heute jetzt noch einmal den Falten, bevor wir ihn dann in 6 Stunden oder 5 backen. Also ich zeig mal. Ich hoffe mal, das sieht man hier. Also. So, da ist der Teig. So. Also, ne, hier ist schön luftig schon geworden. So. Jetzt machen wir ein bisschen zarter, nicht so rabiat wie gestern beim ersten Dehnen falten. So von der Seite zur Mitte. Zur Mitte. Das ist so ein Päckchen. So machen wir das. So. Okay, das reicht schon. So. Haube wieder drauf. Mache ich gleich nochmal richtig. So. Und ja, heute Mittag so um 2 oder 3, wenn der dann 24 Stunden hinter sich hat, dann geht's ans Formen und Backen. Bis dann.